Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei Resident Evil Village. Ja, eben mache ich weiter, wo ich gestern aufgehört habe, und wir schauen mal im Haus rein. Ich habe ja immer was gehört. Untersuchen. Sehr geehrte Besucher, aufgrund der langen Abwesenheit des Geigenbauers habe ich einen Schlüssel in Verwahrung genommen. Wer ihn braucht, möchte sich bitte bei mir melden. Gruß, Josef Simon, Gärtner des Hauses Binamito. Der. Geigenbauers Binamito. War mir klar. Noch der übrig? Auch nicht. Geigenbauers. Ja, wo finde ich jetzt den anderen Typen? Den Gärtner. Tja. Das ist jetzt gemein. Da sind wir noch Hühner. Weitersuchen. Gut, da oben waren wir drinne. Dann gehen wir hier rechts weiter. Hier waren wir schon. Ich höre mal was. Weiß nicht genau was. Und schon wieder ein Ziegenkopf. Da haben wir. Und da kam er doch schon mal. Und da werden wir nicht weiterkommen. Da muss ich zurück, aber da kommen wir nicht durch. Höchstens über den Fluss vielleicht. Und da, ja, irgendwie. Könnt. Brunnen, aber außer Betrieb. Das kam man schon kann. Das gut, das Wild haben wir. Da kommen wir nicht rein. Da auch nicht. Werkstatt brauchen wir auch nicht hin, brauchen wir auch schon. Da kommen wir nicht durch. Ja, gehen wir hier zurück. Weil ich zur Zeit auch keinen Durchblick habe, genau. Aber. Wow, Werkstatt. Waren wir schon. Da kommen wir nicht durch. Gibt es hier irgendwo einen Durchgang? Alles kaputt. Donnerbahn gibt es hier. Ach ja. Schlaf weiter. Schön.
Wir haben Dietrich jetzt, ne? Das wäre eine Option. Vielleicht hören wir was drin, ein Schloss oder sowas. Machen wir es mal, ne? Munition. Den nehmen wir auch. Gut, Haus ist auch blau. Aber wie komme ich jetzt da hinten hin? Zum Brunnen raus? Und brauche ich den Acker vielleicht, ne? Mal gucken. Valkyrie. Der Weg schon mal genommen. Glaub schon. Kennen wir schon. Mit dem Vater. Und da kam er rein. Ja, und hier ist ein Zaun, ne? Ungünstig. Das ist hier ein Zaun. Das soll doch kein Hindernis sein normalerweise, ne? Und da kommen wir doch nicht weiter. Dann wieder ins Haus. Und durchs Haus dann in die nächste Ecke raus. Aber ich glaube... Genau. Hier ist der Ziegenschlachtplatz hier. Genau. Gut, wäre auch kein Sinn. Drüben kommen wir rein. Schwierig, schwierig. Da ist das zentraler Platz. Wenn wir nach rechts gehen, kommen wir zum brachlichen Acker. Gut, da kommen wir etwas. Wir haben schon geguckt. Und da ist hier von nichts. Dann müssen wir bergauf gehen. Ja, gute Frage. Können wir nicht lesen. Gehen wir hier lang. Wo immer wegen Blut gesagt, nö, hier geht's nicht lang. Wo geht's da hin? Erstmal gucken. Ob das geht? Vier. Ja, da muss man was finden, ne? Wahrscheinlich ist das auch so vorgesehen, dass wir da nicht hinkommen. Erstmal. Da geht's zum Schloss. So, linke Arm weh. Deswegen gehen wir jetzt auch mit dem Lenkradgas. Steuern, Mai. V. Da kommen wir nicht weiter, da ist gesperrt. Da ist gesperrt. Und da haben wir die Hühner. Zum brachlichen Acker. Ja, da und dann da lang, ne? Und dann da ist ein Schatz. Den wollen wir hin. Bloß hier das Haus, das ist da. Wollen wir reinkommen? Weiß ich nicht. Erstmal geradeaus gehen. Statue haben sie eine schöne. So, Friedhof. Da geht es nicht weiter. Brunnen haben wir schon gekriegt, ja. Ein Weg ist hier schon normalerweise, aber versperrt. Ob ich da hinkomme? Unwahrscheinlich, ne?
Von der Kirche vielleicht, das kann sein. Das ist gut möglich. Die Kirche ist da oben. Da ist die Kirche nicht, das ist Schloss. Die Kirche ist hier in der Mitte irgendwo. Im Rücken ist sie. Also da unten irgendwie. Ja, genau. Das ist die Kirche. Oder zumindest ein Altar. Ja. Da kommen wir nicht lang. Hier vielleicht. Auch nicht. So, Wahnsinn. Auch zu. Ach so, ja, gut, da waren wir schon mal drin. Gibt es dann Schleifweg rechts lang irgendwie, mal sehen. Ja, und Donnerballen gibt es hier. Oben vielleicht. Genau so gemacht hat man da hinkommen. Ne? So, das Haus kennen wir schon. Hat auch lange Licht, hat Licht. So. Nix. Oh. Zwei. Ein, zwei, drei, vier. Achso, das war das Schloss, wo ich sagte, da kommt man nicht rein. Aber es ist zu gewesen, ne? Achso, okay. Hühner. Den Schatz kriegen wir nicht. Da haben wir. Da fehlt uns was, um ins Haus zu kommen. Und da kommen wir nicht rüber. Wissen wir auch nicht. Geh mal hier hoch. Da geht's zum Händler, ne? Und da können wir da lang gehen. Ja. Vielleicht kommen wir hier irgendwie ran. Und dann nach da. Das kann sein.
mal langlaufen. Aber mal speichern, ne? Juckt der Kopf. Hier ist das Ding. Passt nicht. Also kann sein, dass wir das eh noch nicht haben. Erstmal. Dafür wird es passen. Das war jetzt der Weg. Kommt zu der. Keine Ahnung. Aber da wollen wir nicht hin. Gute Frage. Also da kommen wir nicht durch, weil nicht passt. Da kommen wir auch nicht durch, weil auch nicht passt. Also kommen wir da im Guten nicht hin. Also und da ich viel probiert, auch kein Glück gehabt. Also geht's da mal lang, ne? Zumindest mal gucken. Hohes Gras. Geht's denn hier lang? Oh. Skelett. Und der liegt schon länger. Oh, Puppen. Makabe, aufgehängte Puppen. Die Krähe bringt Geld. Wenn wir alle Krähen umbringen, Kinderwagen oder Puppenwagen. Wir gucken mal ein bisschen näher an hier, ne? Mal angucken. Erstmal gucken. So. Was haben wir alle dabei? Heiltränke ein. Nicht viel. Das könnten wir herstellen. Zweimal. Immerhin, ne? Gut, dann gehen wir weiter. Muss man gezielt halten. Ich schieße meistens sonst daneben. Oh, hier ist so ein Nebel. Katastrophe. Brücke. Wo die wohin führt. Ho. Schon lange nicht meinen Schuss gehalten, der. So, wo sind wir hier? Ethan, komm mit. Ich muss dir was sagen.
Mir? Was geht hier vor? Eine Paolo Schreibmaschine. Ist zu, warum ist er zu? Ja, war doch klar, weil. Ne? Rose ist anders. Da ist zugewachsen. Klar. Was ist das? Alle verlassen mich. Sogar Rose. Ich will nicht allein sein. Das ist nicht real. Ja, das muss man ein Zeug nehmen, wenn man zunimmst. Oh. Man weiß ja nie, ne? Bin ich jetzt? Mein Quatsch. Altes Gemäuer. Aber ein Fahrstuhl. Wollte eigentlich ein Dorf nochmal alles durchsuchen, aber ich komme überall nicht überall hin. Schauen wir mal, wohin fahren. Das verstößt gegen Sicherheitsvorschriften. Na gut, das Licht flackert. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Es geht hier morgen weiter. Hier, Resident Evil Village. Ist gerade günstig für den neuen Abschnitt. Ja, dann ist auch mal tschüss. Ciao. Und wie gesagt, morgen geht es hier weiter. Auch ohne Musik. Tschüss. Ciao. Ja, vielleicht sehen wir uns dann morgen wieder. Und nochmal den Gesang finden, vielleicht reinschalten. Tschüss.